Schwarze Löcher. Die unsichtbaren Vielfraße zählen zu den geheimnisvollsten und faszinierendsten Gebilden, die wir in den gigantischen Weiten des Kosmos vorfinden. Mit brachialen Kräften ausgestattet, ist die Gravitation dieser Masseungetüme so stark, dass ihnen nichts entkommen kann. Nicht einmal das Licht. Angesichts der gewaltigen Mächte, die schwarzen Löchern innewohnen, könnte man meinen, dass die Schwerkraftmonster so etwas wie kosmische Zerstörungsmaschinen verkörpern. Doch dies stimmt nur zum Teil. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass die bizarren Gebilde die Zentren nahezu aller Galaxien ziehen und dort eine fundamentale Rolle in der Entwicklung bekleiden. Und auch unsere heimische Milchstraße stellt hierbei keine Ausnahme dar. Das verborgene Herz, das im Mittelpunkt unserer Heimatgalaxie schlägt, hört auf die wissenschaftliche Bezeichnung Sagittarius A Stern. Auf welche Forschungsgeschichte unser schwarzes Loch zurückblickt und wie es den Experten gelang, den Koloss vor wenigen Monaten erstmals auf Bild zu bannen, verraten wir euch in unserem heutigen Video. Ihr habt Lust, regelmäßig mehr über die bahnbrechenden Entdeckungen und die unvergleichlichen Schauspiele im Kosmos zu erfahren? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um nie wieder eines unserer Videos zu verpassen. Mit einem Daumen nach oben motiviert ihr uns und zeigt, dass wir euch mit den Inhalten unserer Beiträge spannend informieren können. Kosmische Allesfresser. Ganz egal, wie tief wir auch in der Materie drin sind, den Gesetzen der Physik kann sich niemand von uns entziehen. Ohne dass wir uns darüber im Klaren sind, begegnen uns diese festgesetzten Regeln des Universums in allen Aspekten des Lebens. Ob Tiere, Pflanzen oder Menschen, alles, was wir auf unserem blauen Planeten vorfinden, steht fest auf dessen Oberfläche. Demnach bewirkt die Gravitation auf der Erde, dass alle Körper umgangssprachlich nach unten, genauer gesagt in Richtung Erdmittelpunkt fallen und nicht in den Weltraum abdriften. Um die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit und somit auch die Erdanziehungskraft zu überwinden, müssen wir uns mit einem Tempo von über 11,2 Kilometern pro Sekunde fortbewegen. Nun existieren im Kosmos allerdings auch Gebilde, die nichts, was erst einmal in ihren Griff geraten ist, jemals wieder entkommen lassen. Schwarze Löcher. Und damit meinen wir wirklich nichts. Keine Information, keine Strahlung und erst recht keine Materie kann den Ereignishorizont eines schwarzen Loches von innen nach außen durchqueren. Was erst einmal in den Schlund dieser Giganten gefallen ist, ist demnach unwiderruflich verloren. Nun, jedenfalls bis es uns gelingt, die Existenz von weißen Löchern nachzuweisen, welche die von schwarzen Löchern verschlungene Materie an anderer Stelle wieder ausspucken könnten. Aber das ist ein anderes Thema. Doch was verleiht den Kolossen, welche die Masse der Sonne um das Millionen- oder gar Milliardenfache übersteigen können, ihre unerreichte Kraft? Die charakteristischen Fähigkeiten von schwarzen Löchern sind auf ihre extreme Kompaktheit zurückzuführen. Ein kurzes Beispiel. Würde eines dieser Gebilde die gleiche Masse wie unsere Sonne besitzen, so hätte es einen Ereignishorizont von gerade einmal 6 Kilometern Durchmesser. Zum Vergleich, der tatsächliche Durchmesser unseres Wertsterns beläuft sich dahingegen auf beeindruckende 1,4 Millionen Kilometer. Von den vergleichsweise kleinen stellaren schwarzen Löchern wissen wir, dass diese entstehen, wenn ein Stern das letzte Stadium seines Lebens erreicht hat. Sobald der hauseigene nukleare Brennstoff des Himmelskörpers versiegt ist, stößt er seine äußeren Schichten im Rahmen einer explosiven Supernova ab. Infolgedessen fällt der verbliebene Sternenkern aufgrund seines eigenen Schweredrucks zu einem unvergleichlich kompakten Objekt zusammen, dem stellaren schwarzen Loch. Wie jedoch deren bedeutend massereichere Gegenstücke geboren werden, ist bis heute Gegenstand der Forschung. Angesichts der erschreckenden Kräfte, die schwarzen Löchern innewohnen, könnte man meinen, dass wir es hier mit kosmischen Killermaschinen zu tun hätten, aber das stimmt nur zum Teil. Zwar ist es richtig, dass die Schwerkraftmonster ganze Sterne, Planeten sowie gigantische Gas- und Staubwolken vernichten, damit dies geschieht, müssen die entsprechenden Objekte dem Ereignishorizont des schwarzen Loches jedoch gefährlich nahe kommen. Außerhalb dieser Todeszone verhält sich das Masseungetüm wie ein vollkommen gewöhnlicher Körper, weshalb er auch problemlos von anderen Himmelsobjekten auf stabilen Bahnen umrundet werden kann.
apropos Ereignishorizont, von außen betrachtet erscheint dieser wie ein schwarzes, undurchsichtiges Gebilde, wobei der umliegende Raum durch den Gravitationslinseneffekt grotesk verzerrt wird. Wie eingangs bereits erwähnt, gilt es mittlerweile als gesichert, dass supermassereiche schwarze Löcher die Zentren von Galaxien zieren und dort eine fundamentale Rolle bei der Entwicklung bekleiden. Wie sich dieser Einfluss jedoch im Detail äußert, gilt es künftig erst noch herauszufinden. Sagittarius A Stern. Wir schreiben das Jahr 1932, als der US-amerikanische Physiker Carl Jansky eine ungewöhnlich starke Radioquelle im Sternbild Schütze identifiziert. Die wahren Hintergründe dieser ominösen Quelle sollten jedoch erst im Rahmen jahrelanger Beobachtungsreihen offengelegt werden, die in den 90er Jahren begannen. Für die Entdeckung des supermassereichen Schwarzen Loches im Herzen der Milchstraße sollten Andrea Ghez und Reinhard Genzel letztlich mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet werden. Mittlerweile wissen wir, dass das verborgene Herz der Milchstraße die Masse der Sonne um das 4,1-Millionenfache übersteigt. Rund 26.000 Lichtjahre von unserem blauen Heimatplaneten entfernt, bringt es Sagittarius A Stern auf einen Ereignishorizontdurchmesser von 24,5 Millionen Kilometern. Im Rahmen der Forschung wurde klar, dass sich einige bemerkenswerte Schauspiele in den Regionen rund um das Masseungetüm abspielen. Kurz nach der Jahrtausendwende spürten die Experten den Stern S2 auf, der sich Sagittarius A Stern auf seiner Reise durch das All bis auf 18 Milliarden Kilometer annähert. Und das mit einer Umlaufgeschwindigkeit von bis zu 5000 Kilometern in der Sekunde. Eine eingehende Analyse ergab, dass S2 gerade einmal 16,1 Jahre benötigt, um das Schwarze Loch vollständig zu umlaufen. In den Folgejahren sollten unzählige weitere Sterne in den Gefilden des Massemonsters identifiziert werden. Beispielsweise jagt S4716 mit einem noch rasanteren Tempo um das Schwarze Loch als S2. Er legt bis zu 8000 Kilometer in der Sekunde zurück. Doch auch die sogenannten G-Objekte rücken immer wieder ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses. Im Jahr 2011 wurde die Gaswolke G2 auf die Sternkarten hinzugefügt. Das Gebilde von der dreifachen Erdmasse näherte sich dem Schwarzen Loch bis auf 25 Milliarden Kilometer an, wobei es auf brachiale Weise auseinandergezerrt wurde und infolge der Ultraviolettstrahlung der umliegenden Sterne hell aufleuchtete. Bislang konnten 6 solcher G-Objekte ausfindig gemacht werden. Womit wir es hierbei jedoch wirklich zu tun haben, gilt es erst noch herauszufinden. Demnach weisen die Gebilde einige Charakteristiken auf, die typisch für Gas- und Staubwolken sind. Im selben Atemzug erinnern sie hinsichtlich ihrer Dynamik jedoch an das Verhalten von Sternen. Physik-Nobelpreisträgerin Andrea Ghez nimmt diesbezüglich an, dass die G-Objekte Doppelsterne verkörpern, die im Begriff sind, miteinander zu verschmelzen. Während wir in unserem heutigen Beitrag viel von dem einen schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße sprechen, sollten wir nicht vergessen, dass sich Sagittarius A Stern in Wahrheit in bester Gesellschaft befindet. Die Analyse von Helligkeitsausbrüchen ergab, dass sich in einem Umkreis von rund 70 Lichtjahren um das zentrale Gebilde bis zu 20.000 weitere schwarze Löcher tummeln könnten, die ihr supermassereiches Gegenstück umlaufen. Wenn man so möchte, so dienen die kleineren schwarzen Löcher dabei als kosmische Kellner. Demnach ziehen die Objekte Sternenhaufen in ihren Bann, welche sie auf ihrer Reise durch das All geradewegs in den Schlund von Sagittarius A Stern führen. Fotografischer Meilenstein. Im Jahr 2019 durften sich die Astronomen wieder einmal über einen neuen Meilenstein der Weltraumforschung freuen. Zum ersten Mal in der Geschichte war es den Experten gelungen, ein schwarzes Loch auf Bild zu bannen. Dies war dem Einsatz des Event Horizon Teleskops zu verdanken, einem Verbund von insgesamt 8 Radioteleskopen auf 4 verschiedenen Kontinenten. Rund 3 Jahre nach der Erstaufnahme vom rund 55 Millionen Lichtjahre entfernten M87 war es dann auch für unser schwarzes Loch endlich an der Zeit, sich der interessierten Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Und auch dieser bildhafte Meilenstein konnte durch den Einsatz des Event Horizon Teleskops erreicht werden. Angesichts der Charakteristiken, die schwarzen Löchern innewohnen, ergibt sich jedoch eine zentrale Frage. Wie fotografiert man ein Objekt, das an und für sich unsichtbar ist?
Wie bereits erwähnt, ist die Gravitation der Massemonster so gewaltig, dass nicht einmal das Licht aus ihnen entkommen kann. Die Lösung? Man band nicht das eigentliche schwarze Loch auf Bild, sondern dessen unmittelbaren Gefilde. Infolgedessen gibt sich das unsichtbare Gebilde in Form einer dunklen Mitte zu erkennen, die von einem leuchtenden Ring umrandet wird. Wer nun jedoch glaubt, dass es dabei genügt, lediglich auf einen Auslöser zu drücken, hat weit gefehlt. Im Rahmen eines internationalen Mammutprojekts wurden die 8 größten Radioteleskope unserer Zeit zu einer einzigen Kamera vereint. Dabei sammelten die komplexen technischen Gerätschaften etwa 3,5 Petabyte an Informationen, was in etwa 100 Millionen TikTok-Clips entspricht. Ferner wurde diese gigantische Datenmenge mit speziellen Supercomputern kombiniert, sodass letztlich ein virtuelles Teleskop vom Durchmesser der Erde kreiert wurde. Dieses besitzt eine solch verblüffende Detailschärfe, dass es von der Erde aus sogar eine Orange auf der Mondoberfläche ablichten könnte. Auf diese Weise konnte im Übrigen auch das schwarze Loch M87 bzw. dessen unmittelbare Umgebung sichtbar gemacht werden. Im Detail ist das, was sich auf der Aufnahme als dunkle Mitte zu erkennen gibt, der sogenannte Schatten. Dieser präsentiert sich in etwa doppelt so groß wie der eigentliche Ereignishorizont, da das Licht infolge der extremen Gravitationskraft um das Ungetüm im Zentrum herumgelenkt wird, wodurch wir sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Gebildes bestaunen können. Der gleißend helle Ring, der den Schatten umschließt, besteht wiederum aus aufgeheiztem Gas, welches um das Schwerkraftmonster herumwirbelt, die sogenannte Akkretionsscheibe. In einfachen Worten ausgedrückt handelt es sich hierbei um das kosmische Buffet von Sagittarius A-Stern. Demnach rotiert dieses scheibenförmige Areal unablässig um das schwarze Loch herum, wobei es stetig Materie in Richtung des Zentrums transportiert. Wie weit Albert Einstein seiner Zeit voraus war, wird deutlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass die Beobachtungen der Wissenschaftler tatsächlich mit den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie übereinstimmen. Dies gilt sowohl für die prognostizierte Verzerrung als auch für die Größe des umliegenden Ringes. Verblüffend! Was ist mit euch? Was denkt ihr über die unbändige Kraft, die schwarzen Löchern innewohnt? Und was sind eure Gedanken zu der ersten Aufnahme von Sagittarius A-Stern? Schreibt uns eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Ihr habt Lust auf weitere spannende Beiträge rund um das Thema Weltall? Na dann, werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eines der Bildchen hier im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.